Guten Morgen, leihweimlicher Vater, ich danke dir für deine Güte, danke dir für deine Liebe, für deine Treue, Herr. Und ich bete im Namen Jesu Christi, dass du zu uns redest. Ich bete, Herr, dass wir wirklich dein Wort verstehen und dass wir dich treu sind, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Vers 10 von Kapitel 19 von 1. Könige sagt, plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Wir können uns dort vorstellen, wo Elia feilt. Er hat jahrelang im Verstopp gewohnt. Für Ahab. Er hat dort ausgeführt, was Gott ihm gesagt hat. Der Baalspriester versteht. Und dort feilt, dort er gebracht hat, was der Gott anbeten soll. In der Stand Isabel, die wird auch viel von seinen bekannten Propheten dort gemacht, hat er am Leben. Heute bleibt er wieder der Einzige, aber dort wird nicht so, er wird nicht der Einzige, was er geblieben wird. Aber er wird von der anderen wahrscheinlich nicht gewusst haben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsblocken aus dem Boden heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde über und auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel und ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und nach einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen. Deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir auch mir nach dem Leben. Elia wie eine schwere Tietje rode. In Elia brückt dort Brot, wo wir gestern von reden, dort Brot vom Himmel. Er brückt eine Erfrischung, er brückt eine Begegnung mit Jesus. Jesus ist dort Brot vom Himmel. Und ich glaube, viele von uns sind in so einer Situation hingerufen. Wie brücke dort Brot vom Himmel? Wie brücke Jesus? Wie brücke eine Begegnung mit Gott? Und Gott weiß dort, wie das brücke. Und wie seine, dass er einfach Elia zu essen jaft, dass er Elia eine Begegnung jaft. Elia hat eine Begegnung mit Gott. Und er kann sein Wort für Gott ausschäden. Er sagt Gott, was er fehlt. Er hat so für Gott geübt. Er hat versucht, die Israeliten zurück nach Gott zu bringen. Aber das schien so, das hat nicht funktioniert. Und er will sich am nachher mal, dass er soll viele andere Propheten haben. Aber diese Begegnung mit Gott ist durch Elia Wada. Die Jeft Elia Wada das rechte Ziel. Und ich glaube, dort ist, was wir immer wieder brücken. Dass man sich mal ladisch fehlt, dass man sich mal frustriert fehlt, dass man sich mal allein fehlt, das ist normal. Aber wenn einer da eine Begegnung mit Gott hat, dann wird wieder die Kraft erneuert, die Vision erneuert, die Mut erneuert, das Ziel eingestellt. Eine Begegnung mit Gott brücken wir. Das trägt auch uns war da frisch abzufallen, abzutanken.
Herr, ich danke dir für das Wort und ich bete im Namen Jesu, dass du alle Menschen bejahst, was sich Kreuze feilen. Es gibt so viele Menschen, die haben ihr Leben so viel gekämpft. Und die feilen sich allein, die feilen sich meid. Und ich bete, dass sie eine Begegnung mit dir haben und dass sie vom Brot vom Himmel schreien. Dass sie wieder neue Kraft schreien zum Kämpfen. Wie weit ihr, dass in dieser letzten Zeit viel schwerer kommt. Herr, und wir brauchen immer wieder, dass wir deine Stimme hören. Dass wir eine Begegnung mit dir haben. Und dass wir von dir Brot schreien. Das Leben ihr Brot. Das Leben ihr Wort, wo von dir Wort redet. Das bitte ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.